Johoho, was geht ab? Hier ist wieder Pandiro. Was geht ab? Nein, jetzt mal ehrlich. Wir kommen im nächsten Part meines Walkthroughs. Wir machen hier mal weiter und besiegen gleich mal diesen Trainer hier, den ich das Item finde, was ich suche. Da ist es auch schon. Und zwar ein Äther. Wenn ich mich nicht irre, hat nämlich dieser Idiot ein Magneton. Ich weiß noch, wie ich auf irgendeinem Spielstand mal bei dem Typ hier abgelost habe. Wie ich mich aufgeregt habe, die Siegestraße nochmal durchlaufen zu müssen. Das war richtig krass. Hab mich sehr abgefuckt, könnt ihr mir glauben. Ja, okay, übertreiben. Triplette hat eine 3, irgendwas oder 6, irgendwas prozentige Chance, das Pokémon entweder einzufrieren, paralysieren oder zu verbrennen. Ja, okay. Hätte ich doch lieber Hypertrank eingesetzt hier. Verdammt. Auf rein mit dir, Knecht, dazu bist du da. Auf Twist. Verdammt, sind gestorben. Bam! Geschlagen hier. Eiskalt gebumst. So, Parepio wird sowieso gleich von Attacke sehr getroffen. Tot, okay, kein Problem, kann ich mitleben. Das, beleben wir einfach danach wieder mit den Dragon Balls. Verdammt, oh gut, das ist Faulenz. Sehr nice. Aber jetzt. Bam! One Hit. Hast du davon, wenn man sich mit meinem Wacko Sack anlegt? So. Swampert gegen Elektroball. Unsere Elektroresistenz und Lehmschuss wird es ein weiterer One-Hit. Und Swampert Level 49. Ah, scheiße, Parepio ist tot. Egal, Mudpuddle und so. Ah, der hat doch kein Magneton. Ich hätte schwören können, der hätte Magneton, war wahrscheinlich auf der Rubin und Saphir Edition. Ah, super effective. Und tot. Super. So, Hyperheiler bekommen wir jetzt. Das weiß ich noch. Genau. Mudpuddle. Beleber für Parico. Und auch noch ein Hypertrank für Parico. So. Dann machen wir uns jetzt mal auf den richtigen Weg. Ich wollte nur den Trainer auslöschen. Und zwar geht's hier runter. Und auf diese kleine Plattform und wir kommen in den nächsten Bereich. So, Doppelkampf und so. Mann, Lunastein, ey, ganz ehrlich. Hau ab. Piss dich von mir, ganz ehrlich. Hau ab von mir. Gut. Oh, Sonnenfell, nein, geht auch weg von mir. Vergiftet, sehr nice. Nein! Warum verwirrst du nicht Mudpuddle? Der überlebt es wenigstens. Tu es. Scheiße. Ja, okay, übertreibt. Geht doch, ist gut an Chapping, Junge. Er hält sich irgendwie immer selber vor Verwirrung. Sehr gut. So. Hat keinen Nutzen mehr hier. Parico rein. Du machst gar nichts mehr gemacht, Paddel. Du hast genug gemacht. Spukball. Gebe ich dir erstmal so einen fetten Flügelklatscher in die Fresse. Okay.
Okay, ich habe nur für den Fall Fliegen eingesetzt, falls es Top-Genesung einsetzt. Und ein Absol. Ja, sehr. Ich sehe auch eine Attacke voraus, und zwar mein Fliegen. Und ich sehe nochmal was voraus, und zwar deinen Tod. Uip. So, Hans und Heike besiegt. Meine Friends hier brauchen nochmal einen Hypertrank und so. Und wir sind gleich draußen. Nur noch hier runter. Achtung vor der Reihenfolge, wie man diese Dinger hier zerstört. Nicht diesen Stein nach da schieben, sondern den nach unten. Und zertrümmern. Sonst versperrt ihr euch selber den Weg. Und müsst dann selber. Muss dann nochmal zurück in die nächste Ebene gehen und dann wieder hierher zurück. Damit alle wieder so ist wie vorher. Und weiter. So. Gutes Zeichen, dass wieder Licht hier ist. Heißt so viel wie, die Höhle ist gleich zu Ende. Und wenn lauter wilde Pokémon noch hier kommen, mich abfucken, bin ich auch noch am Ende. Vielleicht kommt noch ein Ast-Trainer. Genau. Und das ist unser letzter Trainer. Noch Noctuska, Pflanze und Licht-Pokémon, hat somit auch eine Kampfschwäche. So, Ast-Trainer Edgar. Sehr nice Technik hier. Gegen Leta King Schutzschild einsetzen, um sich zwei Runden vor einer Attacke zu schützen. Ah, genau, die Attacke Verzerrer, von der ich euch mal erzählt hab. Warum macht es Horton Verzerrer, wenn es scheiß Top-Genesung einstecken hat? Ey, ihr seid doch alle so Spasten, genau wie Violet und, wie heißt der andere, Zetra King. Ihr seid so Idioten, ganz ehrlich. Hör doch auf. Geht doch. So, Edgar besiegt. Deine Träume, aber unsere fangen erst an. Ah, nicht letzter Trainer. Zwei Trainer. Entweder hier lang gehen und vorbeischleichen oder kämpfen. Wir sind so mutig und kämpfen gegen sie. Das packen wir noch bis zum Ende des Videos. Ein Gardevoir und Leta King. Ach du Schande! Ich glaube, wir kämpfen doch nicht gegen die beiden. Gut, dass ich davor gespeichert habe. Genau das ist diese geile Technik. Gardevoir und Leta King. Denn jetzt kann Leta King jede Runde angreifen. Jawohl, Leta King ist weg, so. Oh, ein Zwirklopp. Ich nenne es immer Böllklopp. Ganz ehrlich. Ah, jetzt hat. Links. Zwirklopp wieder die Fähigkeit. Schnarchnase von Leta King. Oha, nice. Komm. Das wird hier epic. Sehr nice. Einfach nur geil. Und Swampert Level 50 als Überraschung hier. Boah, noch ein Leta King. Fuck mich doch nicht ab hier, ganz ehrlich. Scheiße, keine Dings. Verdammt. So, Zwirklopp ist weg. Was machen wir denn jetzt? Nein. Den hier, so. Ach stimmt ja, Zwirklopp hat ja Leta King seine Schnarchnase zurückgegeben, der Trottel. Nein! Oha, gut. Jetzt schicke ich mal mein Leta King wieder rein. Was eh nicht mehr nötig ist. Bam! Killed.
So, das waren jetzt eindeutig unsere letzten Trainer. Speichern. Ab geht's. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Siegesstraße rausgekommen. Willkommen in Prachtpolis City, zweiter Teil. Und hier die Pokémon-Liga. Mit einem Pokémon Center. Und sogar einem Shop. Also, haben wir auch alle Trainer. Haben wir auch alle Orden? Ja. Yep. So. Im nächsten Part gehen wir einfach mal in die Liga rein und gucken, was abgeht. Wenn wir es nicht schaffen, machen wir es nochmal. Also bis gleich und ciao.